Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Zelda Tears of the Kingdom. Lottie ist immer noch krank. Ich habe gestern einen Fahrradunfall gebaut. Ich weiß nicht, ob man das noch sieht. Hier tut echt alles weh. Man sieht's. Mein kleiner Finger ist doppelt so dick wie der andere. Aber ich mag nicht draußen in der Sonne sitzen. Ich habe überall Schürfwunden. Es war nicht so cool. Und Lottie hat gesagt, wollen wir nicht Zelda spielen? Und dann habe ich gedacht, ja los, komm, ich will ja auch wissen, wie es mit dem Feuertempel weitergeht. Und die Grafikfehler sind auch weg. Und uns fehlt ja immer noch der... Wir haben bald keine Pfeile mehr. Oh, eine andere Waffe, eine stärkere. Oh, scheiße. Okay. Nein, die macht wieder Feuer. Ja, das weiß ich. Papa, ich glaube, ich weiß, wie du die Feuerbällchen löschen kannst. Bleib hier. Jupp. Oh, mein Auge schmerzt echt. Ein Elverschild, da haben wir schon bessere. Genau, das brauchen wir nicht. So, guck mal, da drüben müssen wir rein, aber wo ist unser... Der Dicke. Wir müssen wieder zurück. Ich glaube, wir nehmen erstmal den Wagen und fahren weiter nach oben und gucken uns da erstmal um. Du weißt schon, da vorne ist ein Brocken. Wo vorne ist ein Brocken? Ach ja, du hast recht, wir brauchen den Dicken. Wo ist der denn geblieben? Der konnte mich... Du hättest noch einen Hinterhalt bauen können, damit er reinkommt. Nee, der ist ja, der rollt ja sonst auch darüber. Shit. Komm, wollen wir nochmal zurückfahren und gucken? Vielleicht taucht er gleich auf. Warte mal. Muss mal gucken. Hier sind doch so Special-Sachen. Damit kann ich nichts machen. Damit kann ich ihn entlassen. Mal gucken. Jetzt ist er weg. Herbeirufen. Da ist er. Wir gehen einfach mal kurz weiter hoch, bevor... Hier ist eine geheime Treppe. Wir haben jetzt auch so einen Buch. Geil. Holzpfeile. Oh, der lebt noch. Oh, meine Waffe. Jetzt abfahren. So. Da ist auch noch eine Truhe. Ja, die Truhe ist auch nicht. Ein Diamant. Das ist sehr gut. Die bringt 500 Tacken. Also wenn wir mehr Geld brauchen für die Klamotten, weißt du? Ja. Da können wir erstmal weiterfahren. Wisst ihr, sind wir erstmal weitergekommen, ohne dass wir den Typen brauchen. Wie heißt der nochmal? Junobau? Ja, Junobau. Junoboss. Ja. So. Man kann ihn auch Junobau nennen. Meinst du? Ja. Die alle können verbrennen. Ja, deswegen schmeißen wir den mal auf den Boden und nehmen noch einen mit. Oh. Eine andere Waffe, die hier ist bald im Dutten. Die Hammersachen brauche ich noch. Ah, ist eh alles doof. Guck mal, jetzt sind wir hier oben. Da unten waren wir schon. Machen wir eine Kurve und kommen erstmal nicht weiter. Dann wieder zurück. Da. Okay, wir fahren nur doof im Kreis. Wir müssen hier nach unten kommen. Ah, hier. Aber ist erstmal nicht schlimm. Wir gucken uns einfach von hier oben gleich ein bisschen um.
Ja, gleich machst du es auch aus. Ausmachen. Ich da hochklettern können? Ja, fährt eh weiter. Egal, ob ich es ausmache oder nicht. Da. Oh, du hast jetzt abgebremst. Warte mal, wenn es so langsam fährt, kannst du auch hochklettern. Mal gucken, wie weit wir kommen. Da hochklettern, meinst du? Vielleicht. Okay. Mal sehen, wo wir hinkommen. Könnte klappen. Er kann ja schließlich richtig lang klettern. Ja, ich kann zwar springen, aber da verliere ich zu viel Ausdauer, wenn ich springe. Deswegen klettern wir normal. Das kann klappen. Ah, zweite Etage. Oh nein. Wir haben ein Problem. So viel Kletterausdauer. Oh. Oh, aber um Arschhaaresbreite. Von oben. Beta L. Oh, sehr geil. Pass auf, ich weiß, was wir machen. Ich habe eine Waffe eingesammelt. Ja. Die hier. Das ist eine Sonau-Klinge. Oder Sonau-Stab oder sowas heißt das. So, jetzt legen wir das hier auf den Boden. Jetzt nehmen wir die kleine Sonau-Klinge hier und machen eine Konstruktion. Jetzt gerade hat es 6er-Wert, 24. Guck mal, geiles Schwert. Raketen, endlich gibt's Raketen auch zum Bauen. Den Holzpfeiler, sehr gut. Hier gibt's wieder Zeug zum Bauen. Da oben gibt's auch noch Raketen. Wir gucken uns gleich um, wie es hier weitergeht. Noch einen Hydranten. Du musst nochmal Nase putzen, mein Engelchen. Aber denk dran, nicht zu muten. Gemutet. Oh, hier oben baut er die ganze Zeit neue Shader auf. Deswegen ruckelt's immer mal. Ich will hier oben gucken, was hier ist. Ach, schade, gar nichts. Keine Ahnung, was hier hin muss. Weiß auch nicht, was das für Dinger sind. Nein, ist nur zum Drehen, wenn man wiederkommt. Okay. Weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, wo ich so richtig hin muss. Hm. Oder einfach da oben gegen schießen. Okay. Da drüben kommen wir nicht weiter, weil der Dicke irgendwie nicht da ist. Da geht's noch ein Stück höher. Da braucht man aber eine Rakete, um rüberzukommen, glaube ich. Können wir ja bauen. So. Nehmen einen Propeller mit. Eine Rakete. Und eine Lampe, damit du siehst, wo du hinfliegst. Nee, brauche ich nicht. Okay.
Und Strom brauchst. Test. Okay, das war's. Oh nein. Tschüss. Falsche Weg. Wäre runtergefallen. Wir machen's anders. Wir packen zwei Raketen, eine links, eine rechts hin. Hoffen aufs Beste, okay? Ja. Wenn's nicht klappt, müssen wir halt nochmal neu laden. Und hoffentlich schaffen wir dann auch noch den Abspann. Den Abspann? Naja, da ist es ja runtergefallen, da, weil er ja nur eine Rakete hatte. Ja, das war ein bisschen doof gerade gebaut. Ja, deswegen müssen wir noch mal nehmen. Also nicht abspannen, Absprung. Ja, siehst du? Ja, ja. Und deswegen müssen wir jetzt noch mal... Wir brauchen unser Raketenfahrzeug. Oh ja, ein Raketenfahrzeug. Fehlt doch noch etwas hin. Meinst du, das reicht nicht? Ja. Wir werden es sehen. Ui. Siehst du? Shit, 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 shit. Siehst du? Ich hoffe, dass wir... Ich hoffe, dass wir noch leben. Brandgefahr extrem hoch. Hier ist es zu heiß, das schaffe ich nicht. Da werde ich krepieren. Aber ist egal, dann können wir nochmal die Dings benutzen. Die, sag schon, die Speicherung. Ja, und dann kriegen wir auch wieder den Dicken. Den Dicken. Ja, da. Oh nein, das war falsch. Da, wo ich da oben reinkam. Nimm dir ein Tuch einfach, bitte. Oh, mein Schädel brennt aber immer noch ein bisschen. Oha. Also gucken wir uns erstmal hier um, weil das wahrscheinlich sicherer ist. Da oben sieht es auch so aus, als ob da ein Tor ist. Gucken wir uns erstmal hier um. Ich will mit dem Ding eigentlich nirgendwo draufhauen. Ja, hast du recht, scheiß drauf. Gucken wir uns mal um, wo wir hier hinkommen. Da so hochklettern. Ich glaube, das schaffe ich nicht. So, da kann ich wieder zurückfahren, aber das endet dann im Nichts. Ah. Nee. Könnt ihr jetzt nochmal versuchen, da... Das dreht sich nicht, das dumme Ding. Ach, scheiße. Moment. Das kann ich nicht greifen. Nee, hier, dieser blöde Stein muss weg. Ich komme nicht weiter ohne den Typen. Ist doch kacke. Jetzt einfach hier so hoch zu klettern. Ich glaube, da komme ich nicht durch, oder? Obwohl, wenn ich hier stehen kann, kann ich. Mann, ey.
Komm schon, du schaffst das mit dem Stehen. Dumm. Richtig dumm, wenn ich dich fragen darf. Wenn ich das sagen darf. Wenn du das sagen darfst, das war richtig dumm. Super dumm. Habe ich gerade den Lautsprecher gesagt? Habe ich gesehen, ja. So. Mist. Okay, was? Na gut, dann versuchen wir einfach mal. Aber ich komme da nicht an dieser Stelle vorbei. Irgendwo müssen wir hier durchkommen. Da vorne vielleicht. Hier vielleicht. Geil. Wir kommen schon irgendwie hoch. Da ist der Eingang. Ja. Aber da ist ein Vorsprung. Guck mal da. Noch einen Bogen wegschmeißen. Alter, der brennt schon. Ich kann auch den 14er wegschmeißen. Da habe ich weniger was. So, irgendwie haben wir es ja weiter nach oben geschafft, ohne. Damit auch noch mal kurz aufgehen. Nee, ich probiere es noch ein Stück weiter. Jetzt. Aber hier vielleicht. Und wie kommen wir da schon nach oben? Ja, mach das. Danke dir. Okay, da müssen wir noch irgendwie hinkommen. Das wird ja cool. Machen sein. Warum ist der Dicke nicht mitgekommen? Das ist ja die Frage. Kann natürlich auch sein, dass ich hier totale Grütze mache. Eigentlich ist das auch so. Nur weil mein dicker, haariger Freund nicht mitgekommen ist. So. Also höher geht ja gleich gar nicht mehr. Die Orientierung total verloren. Hm.
Aber das ist ja das Tolle an Zelda, ne? Es gibt keinen Ort, den es nicht irgendwie, den man nicht irgendwie erreichen kann. Ich weiß immer noch nicht, ob ich richtig bin, Lotti. Sonst laden wir einfach gleich nochmal von unten neu. Ja. Ist doch auch einfach. Weil ich bin jetzt hier oben schon drauf. Mal, da ist eine Lücke. Okay, das war nicht richtig. Da musst du noch ein bisschen weiter hoch. Ich suche hier irgendeinen Eingang, aber hier ist kein Eingang. Hier oben ist Feuer. Vielleicht wohnt hier oben auch die Prinzessin davon. Ui. Vorsichtig. Da ist die Öffnung zu klein. Also das kann nicht richtig sein, was ich hier versuche. Ist was falsch. Das ist alles Quark, was ich hier mache. Warte mal, wo ist denn mein Tagebuch? Da. So, Junobo aus Goronia. Pura hat dir nahegelegt, die Phänomene in den unterschiedlichen Regionen des Landes zu untersuchen. Ja, mehr ist da nicht. Ah, shit. Mach das bitte nicht. Die ganze Zeit. Okay, pass auf. Oh, mal gucken, was da abgeht. Machen wir auch noch nicht. Nee, das dauert zu lange. Wo ist jetzt die Waffe hin? Oh, hier, sehr gut. Großschwert, cool. Nehmen wir das. Ah, erstmal gucken, was da noch drin ist. Und dann bauen wir daraus mal eine bessere Waffe. Nase putzen. So. Nachttyp. So. Fünf, acht. Oh. Da hinten, da wollte ich hin. Fuck. Das heißt, das war gar nicht so schlecht von da oben. Weil das sieht so aus, als ob ich da hin müsste. Da gibt es einen Zugweg. Ja. Momentchen mal. Warte, wo führt der hier hin? Ja. Der führt in den Tod. Das muss nicht sein. Das heißt, wir düsen da nochmal hoch. Und springen dann darüber. Das ist aber das Tor, was ich gesucht habe. Was ich von unten gesehen habe. Okay, guck mal, da oben. Da möchte ich hin. So, und jetzt machen wir hier wieder den Billo-Trick.
Wir uns hier drauf. Reichen. Boah, was macht man hier? Anscheinend ist das nicht das Richtige. Wahrscheinlich brauche ich den Dicken dafür. Tolle Wurst. Okay, also, wir haben ein Riesenproblem. Wir müssen nochmal vorne anfangen. Also hier. Weil da haben wir ihn irgendwo verloren. Richtig? Ja. Weil ich glaube, ich muss den Dicken dagegen schleudern. So, ich kann mich erstmal heilen. Ja, ich glaube schon. Da ist noch eins. So, dubiose Matsche. Wie noch irgendwas Kleines. Oh, er hat's gegessen und hat gesagt... Naja, das hat er nicht so wirklich gesagt. Doch. Na, also. Du meinst, wir haben ihn vor dem Schloss verloren? Er war vor dem Schloss, er hatte... Stehen geblieben. Ist er stehen geblieben? Nicht stehen bleibt. Da, wo es gelb leuchtet, ne? Da unten, oder was? Oh, wo ist er? Na, danke. Brauchen gar nicht so eine starke... Wow. Brauchen gar nicht so eine starke Waffe. Ich nehme erstmal wieder... Eine billige. Jetzt ist unser Auto natürlich auch weg. Shit. Na, bist jetzt dauerhaft gemutet? Bist du zu rotzi? Okay, auch wieder so ein cooler Aufsatz. Was ist das hier für eine Waffe? Nicht so stark. Oh, da ist noch einer. Und der fällt jetzt in den Laden. Hat er verdient. Hat er das verdient? Ja, weil er auf mich geworfen hat. Der kann ja auch einfach... Das ist doch nur ein Spiel. Ja, aber er hat trotzdem verdient. Papa. Ist so... Ah, guck mal, da könnte man vielleicht lang gehen. Ohne zu verbrennen. Wir müssen aufpassen wegen diesem roten Zeug, ja, das tut weh. Ja. Aber auf die Schlemmersteine können wir, ne? Ja. Da vergiften wir nicht. Ich glaube. Ja. Schlemmersteine sind egal, okay. So, jetzt sind wir hier unten am Eingang. Guck mal, da leuchtet es auch. Irgendwie haben wir da die Sequenz nicht ausgelöst. Dass er mitgeht. Schöne Scheiße. Das heißt, die ganze letzte halbe Stunde war für den Arsch. Feuertempel, jetzt hat er gespeichert. Ja, siehst du? Er sagt auch hier entlang, du Penner. Siehst du? Ich hatte recht. Oh Mann, ey. Was ist das bloß für ein Ding und was hat es hier unter dem Todesberg zu suchen? Hm. Das haben wir auch nicht gesehen, ne? Ja. Da ist ja Zelda. Nicht Zelda. Da steht da, Zelda. Warum? Die ist nicht Zelda, das ist nicht Zelda, die ist doch in der Vergangenheit. Ja, aber vielleicht ist das ja ein Abbild der Vergangenheit. Wie ein Echo. Wie wenn du einen Stein da reinschmeißt und dann kommen Wellen. Du meinst, was? Wenn du in einer Höhle bist und dann laut... Ja, jetzt ist er dabei. Oh, ich raste aus. Ich kann
gedreht, dass er da ist. Ja, toll. Aber alles, was wir bis jetzt gemacht haben, war umsonst. Hä? Direkt da vorne scheint was zu sein. Wahrscheinlich müssen wir überall in diesem Feuertempel die Dings finden. Die... diese, diese dicken Gongs. Weißt du? Und dann ihn dagegen schießen. Ah, Link hier drüben. Ja, toll. Das hat man nicht ausgelöst. Oh, da ist Prinzessin Zelda! Die bei sind Schlemmersteine. Oh, da ist ein Schlemmerstein-Monster. Die wurde mitgenommen. Ja. Ja gut, wir müssen da rein und oben die Decke kaputt machen, ne? Ganz easy. Ha! Aber dafür müssen wir die Schlösser. Oh nein, das ist gar nicht gut. Prinzessin Zelda ist dort drin gefangen. Wir müssen sie schnell retten. Aber wie? Kommen wir nur in diesen Raum hinein? So, jetzt haben wir das hier vorne. Jetzt drücke ich hier nochmal drauf. Dann sagt er, nee, ist nicht. Nee, dödö. Hä? Oh nein! Siehst du? Ja, und die müssen wir jetzt... Dafür müssen wir irgendwelche Mechanismen aufmachen. Aber jetzt haben wir da einen Safe Point. Safe? Ja, einen Teleportationspunkt. Ah. Oh. Hast du das gesehen, das Tor? Es hat sich gerade bewegt. Oho, wieder dieses Geräusch. Hat die Stimme wieder zu melden. Ich hätte es schon merken sollen, als ich nicht rufen konnte oben bei dem... Geliebter Nachbar. Ich krieg zu viel. Das Tor, das deinen Weg versperrt, ist mit 5 Schlössern versiegelt. 3, 4, 5, ja. Nutze deine Macht, um alle 5 zu öffnen. Dann sei dir der Okay, 5 Dinger müssen wir kaputt machen. Lass ruhig da liegen, ich räume die dann weg. Ah, guck mal, und jetzt sehen wir auch, wo wir hin müssen. Höre meine Worte. Diesmal hat man die Stimme ganz deutlich gehört, von wem kann die nur stammen. Ja. Und wer ist wessen Nachfahre? Mir ist das alles zu schleierhaft. Aber immerhin hat sie uns auch verraten, wie man das Tor öffnet. Bla bla bla. Oh Mann, ich war schon da oben. Ist das ärgerlich, ey. Gucken wir uns diesmal auf der Seite um. Wir sind nämlich das erste Mal die rechte lang gegangen. Also jetzt ist es ja eher rechts so. Guck mal, hier ist ein Tor. Wir aber auch nicht aufkriegen. Da müssen wir dahinter kommen. Wie kommen wir da rein? Sieht man irgendwo was? Mein Gott, Lotterich, du bist aber... Kannst du ja nichts für... Ja, du bist... Warte mal. Da habe ich aber jetzt wirklich mal eine Idee, mich da durch zu mogeln. Ah, du willst nur auf der Oberfläche. Lass dich wieder ran teleportieren. Ja, so in etwa. Nein, nicht. Nee, runter teleportieren kann man ja nicht. Nee, das klappt so nicht. Ich habe nur gedacht, ich guck einmal um die Ecke. Von Feuer. Aber ich sollte nicht springen. Weiß ich. Aber da führt auch ein Weg rein, wie ich gerade sehe. Okay. Hier hin. Stell dich hin, Junge. So, jetzt sind wir da oben drauf. Und wo ist mein... Da ist mein dicker Dude. Guck mal, und der soll das jetzt mal kaputt machen. Jetzt komm ich! So, jetzt ist das da auf. Jetzt können wir das auch drehen. Okay, cool. Cool. So, wenn wir von da kommen... Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich das da drüben drehen soll. Ach, da! Da! Okay. Hey, stopp. So, wir fahren jetzt erstmal hier rüber.
Also das heißt, das ist ein Eisenbahnrätsel, wo wir den Weg immer richtig stellen müssen. So. Jetzt müssen wir da hoch. Nee, warte, stopp. Das ist auch falsch. Wir müssen hier. Hier müssen wir die Bahnschienen umstellen. Und zwar, wo geht die hin? So, jetzt kommen wir dann da rüber, auf die Seite. Und was verstellt der hier? Oh, lecko fazzo. Das ist ja stark. Oh ja, aber wir da... Nee, nochmal eindrehen? Guck mal, dann kommen wir hier jetzt erstmal hoch. Cool. Jetzt hauen wir da den Gong. Schau mal, Link. Sieht aus wie ein Gong, aber was genau ist das? So. Jetzt komm ich! Nee, so klappt das nicht. Aber wenn ich ihn hier so rüber schicke als... Also ich nehme das hier. Ja, fast. Ein bisschen höher. Ich muss das... Ich brauche einfach mehr davon. Pass auf, das ist ja easy. Den setzen wir dahin. Na. Das holen wir uns. Ups, hoch damit. Ah, vielleicht hat er doch was. Genau. Und das macht er jetzt gerade da. Genau. Wir bauen uns. Vielleicht reicht das ja schon. Lebt einfach. So. Hoch. Einfach mal ein bisschen reinsetzen. Ich sehe das nicht. Immer noch zu hoch. Okay, dann würde ich sagen, dann ist einer hier vielleicht zu viel. Machen wir es so. Okay. Das Bloss hat sich aber erschreckt. So. Gut, das war der erste. Link, ist dies das erste ja. Schloss? Jetzt noch vier davon. Ganz schön viel zu tun. Hat er recht. So, das war der das erste Schloss. Das war ganz schön. Aber wir sind... Auf geht's! Nee, da brauchen wir nochmal die Rampe. Aber die ist ein bisschen höher, glaube ich. Oh. Gepasst. Da müssten wir hochklettern können, oder? Und drauf gleich. Ich hoffe, dass du drauf klettern. Mal die Folge. Oder nicht? Warte mal. Nee, das reicht nicht. Und dann hier einfach seitwärts rum. Ja, wirklich, der Schluss hat sich erschreckt. Richtig geil. Aber halt.
Nein, 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 nein. Ich wollte hoch. Oh nein. Oh nein, muss ich jetzt hin... Da war noch eine Kiste. Wo war noch eine Kiste? Da war eine Kiste, da ist ein Gong. Ist ja alles cool, aber ich will da oben nochmal hin. Ach ja, wegen den Dicken, oder? Nee, da war eine Kiste. Aber der Dicke ist auch nicht hier reingekommen. Der Jono. Bo. Jono Bo. Der Jono Bo? Jono Bo, genau. Aber er heißt jetzt richtig, er heißt jetzt aber Jono Boss. Nee, Jono Boss war davor. Ja. Stimmt, ja. Oh, Gott sei Dank. Er heißt ja Jono. Da ist die Kiste. Kann auch sein, dass das scheiße ist, aber wenn da Diamanten oder so drin sind, sind das immer 500 Steine. Eine Beta, ja, die ist doch geil. 20. Ich hau jetzt wirklich dieses Teil hier zu Boden, oder? Ja. So, guck mal, hat sich gelohnt. Okay. Das ist auch eine Kiste. Hier schon. Nochmal so ein Großschwert. Die sind toll. Das tauschen wir gegen das hier. Ja, das ist gut. Das müssen wir aber auch gleich noch verbessern. So, wo ist der Dicke? Okay. So. Ja, voll. Jetzt sind noch drei übrig. Link, ich lauf dann schon mal vor. Wo willst du hin? Wie kriegen wir denn da das Tor auf? Wahrscheinlich müssen wir hier gegenhauen. So sind wir wieder draußen. So, das waren zwei auf der Seite. Das heißt, jetzt können wir dann auf die rechte Seite. Aber wo das fünfte ist, weiß ich nicht. Ja. Das sehen wir dann. Achso. Nee, Quatsch. Ich hatte doch hier noch, ja, das Teil. Und ich würde da gerne noch irgendwas hinschmeißen. Was das verstärkt. Was nehmen wir denn mal? Zwei. Ah. Nach Stärke. Okay. 16. Aber ich bräuchte ja eigentlich irgendwas. Ah, okay. Ich nehme das mal. Ja. 26. Richtig, eine Todesaxt. Geil. Und noch stärker ist das Ding ja mit, warte mal, das. Noch stärker ist es mit Sonau-Bauteilen, aber die haben wir jetzt nicht genommen. So, also, zwei sind offen. Jetzt gehen wir hier, wo wir als erstes lang gegangen sind. Hier rechts. Ich will keinen Hydra. Obwohl, warte mal, ich habe mal eine Idee. Ich will mal was ausprobieren. Ja, doch, da, da ist ja richtig. Ja, da. Na, supi. Viel geiler. So. Spring drauf, Dicker. Hier sind wir ja schon richtig. Und da müssen wir das wegsprengen. Scheiße. Wir waren nur gleich. Shit. Jetzt komm ich! Gleich. Gleich komm. Oh shit, was mach ich denn? Oh. Das reicht nicht. Muss ich da, wie habe ich das das erste Mal gemacht? Ah, doch, mach ich. Oh, das ist zu spät. Hat noch geschafft. Und
So, warte, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ja. Hier hinten hatten wir den Grafikfehler, ne? Hier ging das los. Aha, guck mal. Er versperrt den Eingang. Oh nee, muss ich schon wieder? Haben wir noch so ein Ding? Ja, guck mal. Ich hab's gewusst. Du hast es gewusst, ich auch. Ja, ich hab ja gesagt, dahinter ist ein Gong. Der versperrt den Gong. Das hast du gesagt? Okay, hast du recht gehabt. Der versperrt den Gong. Dahinter ist ein Gong. So, haben wir schon den dritten. Oh ja, ich nicht. Also, der hat sich ja auch richtig doll erschreckt. Der hat sich doll erschreckt als jeder andere. Link, es sind noch zwei übrig. Geht eigentlich. Weiter so, wir sind gut das. Unterwegs, oder? Ja. Ist nicht so wild. Ja, hier, guck mal, das ist alles drauf. Was ist cool? Guck mal, wenn Stiegler, da guck mal, da kommt drauf. Ach so, ja. Geil. Wasserdampf. Ist geil. Ja. Ist geil. Meine Mama fand das früher richtig doof, also deine Oma, wenn ich als Kind geil gesagt habe. Weißt du warum? Das war früher noch so ein schmutziges Wort. Und heute sagt Oma das selber. Das ist ja geil. Aber als ich Kind war... Ja, gleich. Als ich Kind war, hat sich das nicht gehört, das zu sagen. Auf geht's! Och, Dicker. Hat sich sicher aufgelöst. Kampft ja immer noch das Wasser weg. So, mal gucken, ob wir sterben. Na, guck mal, von hier sind wir doch gekommen. Ja. Nee, wir sind immer oben lang gefahren. Ja. Wir kommen also zu einer Stelle, wo wir noch gar nicht waren. Jetzt sind wir da drüber, okay. Das ist nur zum... Warte mal, das ist nur zum Umdrehen. Ah, da, guck mal. Shit. Was ist denn da passiert? Ah, zu hoch. Yes. Okay, alles klar. Weiter geht's. Jetzt komm ich! Da braucht man einen Hammer. Geil. Also irgendwas Schweres. Das sind... Und was bist du? So können wir auf jeden Fall rüberfahren. Frage ist nur, warte mal. Ich hoffe, die geht da hin. Guck mal, das ist gar nicht so verkehrt. Da müssen wir auch hin, um eins holen. Und da müssen wir mit der hier wahrscheinlich irgendwie zu dem letzten kommen. Ja. Okay, das kriegen wir schon hin. Ja. Dann fahren wir als erstes da mal rüber. Ja. Okay. Ja. 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 Guck mal. Juhu. Hab ich schon.
hoffe, dass der Weg zum Gong nicht schon wieder versperrt. So, da, guck mal, nee, wir machen uns jetzt hier, guck mal, dahinter ist das Teil. Komm her, Dicker. Okay. Machen wir uns jetzt erstmal da das auf, dann kommen jetzt hier Stücke. Dann kommen wir jetzt durch. Ja, ja, ich warte noch ein bisschen. So. Jetzt schiebt der die nämlich weg. Dadurch kriegen wir... Hey, du bewahrst. Gucken wir uns mal. Gucken wir uns mal starke Oberschwert an. Oh, geil. Ne, die platt gehen. So, hey, Junoboss. Jetzt komm ich! Angriff! Vollletzter Gong! Ja, ich kann mit der anderen boxen. Ah, oh, doch nicht. Alter, Leute, echt, meine Hände tun so weh durch diesen verdammten Sturz. Jetzt nur noch eins! Ein Gong haben wir es geschafft! Ja, voll gut, oder? Ja. Der Tempel ist mal nicht so wild. So, wo du herkommst. So, fahren wir easy rüber. Judo. Warte mal, vielleicht habe ich da noch was übersehen. Nochmal zurückfahren. Schalten. Wieder nochmal hochgucken. Dann brauche ich auch nicht rüber gleich. Aha, hat sich gelohnt. Zwei Sachen hier. Ich hab's dir nur noch nicht parat. Ja, das ist ja so oft bei dir der Fall. Du weißt immer so viel. Ja, aber... Du hast schon die ganze Welt gesehen. Ja. Nicht anfassen. Aber das weißt du ja sicher, dass man das Mikrofon nicht anfasst. Wir hören auf, uns zu streiten. Wir streiten uns gar nicht. Wir streiten uns doch gar nicht. Da kann man nicht hoch. Boah. Nee, da gibt's keine Stelle. So, dann fahren wir jetzt mal zurück. Juhu! Und zwar zum letzten Gong. Gong, gong, gong. Und die Prinzessin zum Retten. So. Erstmal wieder Luschi-Waffen nehmen. Das sieht aber alles noch ziemlich rätselhaft aus. Bin gespannt. Und ich freue mich auf den Gong. Ah, geht los. Blick noch was. Bernstein. So, was haben wir hier? Hm, das war aber anscheinend alles, oder was? Momentchen mal. Okay, wir müssen jetzt irgendwie da hinten hin zu diesem letzten Plateau. Wo sind wir da? Da ist das mit diesen abgebrochenen, mit den Raketen. Da müssen wir rüber, okay. Ärgerlich. Ah.
Ne, warte mal, da ist gar kein Ventilator mehr drauf. Da ist ein Ventilator. Dann. Oder werden die mich da vorne? Aber erstmal mal wieder zurück. Müssen wir dahin, wo wir schon mal waren? Nein! Okay, nicht so wild. Aber du hast es auch gesehen, ne? Ja. Ich wollte die Karte warten. Ja, ja, okay, cool. Ja, 10 Pfeile. Aber brauche ich. Das passt. Aber ist ja nicht wild. Da können wir ja einfach wieder von hier unten hochfahren. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wir haben ja Rennzeit. Oh, ist bald kaputt. Machen wir aber neu. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier, da, hier rein. Und hier hinten drauf. Auf geht's. So, der muss uns ja gerade schicken nach oben. So. Fahren wir wieder auf der mittleren Spur. Wir müssten aber der Spur fahren. Wir fahren eine Stunde lang und das macht jeden Tag. Aber wenn wir gleich von da... Ne, wir kommen dann von hier wieder. Auch nicht richtig, Mist. Moment, können wir hier durch die Decke? Darum sind die. Wollte gehen. So. Wahrscheinlich gibt es eine mega gute Lösung, da hochzukommen, aber ich mache es jetzt wieder auf die alberne Art und Weise. Findest du? Wirklich, das ist eine ganz doofe Art. Warum? Ja, weil du dann deine Energie immer aufbaust. Wow. Geschafft. Guck, hier sind wir aber richtig. So. Okay. Momentchen mal. Wir müssen das da... Okay, warte. Ich habe eine Idee. Und zwar, wenn man das hier macht und... Was ist? Ich sehe nichts. Wo sind die Teile? Oh, so. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber mir ist so, dass ich gesehen habe, in der Rakete... Dann fliegt das nur gerade. Wer ist ein Fuchs? Was? Wer ist ein Fuchs? Ich bin ein Fuchs, danke. Ei, holla, die Waldfee. Oh, was macht man hier eigentlich? Oh. Ah, wäre ein Fahrstuhl runtergefahren. Okay. So, wir fahren jetzt. Oh. Wir haben jetzt eine Pause, liebe Lotti. Ja, weil eine Stunde ist vorbei. Eine Stunde 26, gerade erst gesehen. Leute, ich wünsche euch was. Wir sehen uns bei, mit dem... Oh, deine arme Nase. Mit dem letzten Gong
Ach so, man sieht dich gar nicht. Boop. Mit dem letzten Gong und dem Endgegner wahrscheinlich. Ja. Haut rein.